Martyr, Radgeb, Maler, Mensch und Frei. Die Musical-Oper ist ein bildgewaltiges Stück über einen gerechtigkeitsliebenden Freigeist. Der Maler Jörg Radgeb verlässt im frühen 16. Jahrhundert die Werkstatt in Schwäbisch Gmünd, um sein eigener Herr zu werden. Er hinterließ viele Kunstwerke im ganzen Land, den Herrenberger Altar und den Barbara Altar in Schweigern. Vor dem steht Jörg, der Radgeb. Du schuldest mir so manch blauen Fleck. Und das mache ich jetzt wieder quitt. Doch der Maler wird zum gottlosen Künstler, weil er sich gegen die Obrigkeit auflehnt. Der Maler Jörg Radgeb hat vor etwa 500 Jahren sein Leben lassen müssen. Hier in Pforzheim auf dem Marktplatz ist er gevierteilt worden, weil er sich als Künstler in die Politik eingemischt hat und auf der Seite Herzog Ulrichs von Württemberg im Bauernkrieg gegen die Habsburger gekämpft hat. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte, ein tolles Schicksal, was man zum Thema auf der Bühne machen kann. Und das haben wir jetzt in der Form eines großen Musicals getan. Als zweiten Bühne kann ich dich wirklich gebrauchen. Der Kaiser schmückt sich mit seinem besten Helm. Mit Kunst veredelt jeder Fürst ins Göttliche sein Handeln. Für mein Herrschen ist es vom Nutzen, die Schönheit zu bestärken. Schwing dich hinauf in andere Höhen und schärf es mal keinen Blick. Das Libretto stammt von Intendant Thomas Münstermann. Er orientierte sich an historischen Fakten, ging aber frei damit um. Ihn fasziniert die Figur Jörg Radgeb. Naja, natürlich diese Thematik, was kann der Künstler bewirken in der Welt? Kann er die politischen Verhältnisse ändern? Kann er zur Gerechtigkeit beitragen? Was Jörg Radgeb versucht in seiner Kunst, wenn man seine Werke betrachtet, von denen es ja noch einige gibt. Und als er merkt, dass das vielleicht nicht reicht, versucht das auf direktem politischen und sogar militärischem Weg. Und dieser Übergang zu sagen, wann muss ich konkret handeln? Muss ich vielleicht kriegerisch handeln, um mehr Gerechtigkeit herbeizuführen, ist ja ein uralter Künstlerkonflikt. Die Musik der Musical-Oper stammt von Frank Niemsgern. Ja, das ist von Frank Niemsgern eine Partitur, die er geschrieben hat, die sich sowohl aus klassischen als auch sogenannten Crossover-Quellen und auch direkten Popularklängen speist. Und damit ist, wie ich finde, eine sehr, sehr packende Musical-Partitur entstanden. Über meine Musik zum Märtyrer zu sprechen, ist wie über Fußball zu singen. Daher, wo die Worte enden, beginnt die Musik. Martyr feiert am 14. Mai Premiere am Theater Pforzheim. Du bist mein Retter in der Not, der für mich kämpft und alles für mich tut. Wohin?